Halo, gute Abend, rojete, dobrodošli u još jednu novu video lekciju, video lekcija za A1 A2 nivo. Dakle, progovaramo na nemačkom, pokušavamo da testiramo šta smo to do sada naučili na način što ćemo prevoditi kratke, ali veoma korisne rečenice sa našeg na nemački. Ako ste spremni, krećemo na. Ovo je pravi put. Broj 1, ovo je pravi put. Das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Znači, Weg je der, muškog roda, i u nominativu smo ostavili samo nastavak e na pridev, zato što već stoji određeni član ispred. Tako da je richtig pravi, der richtige Weg pravi put. Das ist der richtige Weg. Broj 2. Idemo autobus. Ich fahre mit dem Bus. Dakle, ne ich gehe, sondern ich fahre. Zašto? Pa kad idemo pešice, kažemo ich gehe, ali kad idemo nekim prevoznim sredstvom, kažemo ich fahre. Ich fahre mit dem Bus, mit dem Zug, mit dem Fahrrad, mit dem Flugzeug. Und so weiter. Also, wie fährst du zur Arbeit? Kako ideš na posao? Wie fährst du zur Arbeit? Ich fahre mit dem Bus. Ich fahre mit dem Bus. Broj 3. To je korisna knjiga. Das ist ein nützliches Buch. Nützliches Buch. Znači, u ovom slučaju imamo isto nominativ, ali imamo neodređeni član ispred imenice i samim tim pridev je dobio nastavak, pošto je das Buch knjiga. Das ist ein nützliches Buch. Das ist ein nützliches Buch. Broj 4. Znao sam. Često od glagola wissen u prošlom vremenu koristimo preterit, a ne perfekt. Možemo koristiti i perfekt, onda ćemo reći ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Ali kažem češće ćemo koristiti ich wusste. Ich wusste das. Ich wusste es. Ich wusste das. Znao sam to nešto. Ich wusste das. Znači, wusste je preterit od glagola wissen. Particip 2 je gewusst. Wissen, wusste, gewusst. To sam primetio. Ich habe das bemerkt. Ich habe das bemerkt. Primetiti, bemerken, particip 2, bemerkt. Znači, ovi glagoli na B nemaju G kad ih stavljamo u prošle vreme. Ich habe das bemerkt. Bemerkt. Broj 6. Ona ima 8 godina. Sie ist 8 Jahre alt. Sie ist 8 Jahre alt. Dakle, ovde pazimo da ne pogrešimo i da ne kažemo sie hat 8 Jahre. Znači, ne sie hat 8 Jahre, nego sie ist 8 Jahre alt. Znači, ona je 8 godina stara. Naravno, i pitanje bi bilo isto sa glagolom sein. Wie alt ist sie? Koliko je stara? Wie alt ist sie? Sie ist 8 Jahre alt. Broj 7. Budite strpljivi.
Budite strpljivi. Seien Sie geduldig. Seien Sie geduldig. Dakle, ovo sein je imperativ. Glagol sein, biti, u persiranju, u trećem licu množine. Seien Sie geduldig. Budite strpljivi. Zauzet sam. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Busy, beschäftigt. Smiri se. Beruhige dich. Sich beruhigen. Znači, ti, beruhige dich. Beruhige dich. Da, za persiranje bismo rekli beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. A ovo je ti, beruhige dich. Zvao me. Hat mich angerufen. Hat mich angerufen. Dakle, glagol je anrufen, pozvati telefonom u perfektu haben kao pomoćni. Hat mene, mich, i od anrufen, particip 2, angerufen. Angerufen. On želi da razgovara sa mnom. Will mit mir sprechen. Oder will mit mir reden. Will mit mir sprechen. Will mit mir reden. Also wollen, chteti. Was will šta on želi, was will will mit mir sprechen. Da, reden. Sa mnom, mit mir. O čemu pričaš? Worüber sprichst du? Worüber sprichst du? Ich spreche, du sprichst. Worüber sprichst du? Sve će biti dobro. Alles wird gut. Alles wird gut sein. Znači, alles wird gut, kao sve će se postaje dobro, odveden. Ili alles wird gut sein. Znači, bukvalno buduće vreme glagola biti. Sve će biti alles wird gut sein. Naprotiv. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ili ganz im Gegenteil. Kao baš naprotiv. Ganz im Gegenteil. Im Gegenteil. Naprotiv. Konačno si ovde. Endlich bist du hier. Endlich du bist. Ne, nego endlich bist du. Zašto? Pa zato što je glagol uvek na drugom mestu. Endlich bist du hier. Ili endlich kommst du an. To je kraj. Das ist das Ende. Das ist das Ende. To mi se ne sviđa. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. On nikada ne dolazi na vreme. Kommt nie pünktlich.
kommt ni oder niemals pünktlich na vrijeme, pünktlich. Kommt ni pünktlich. U prevodu on uvek kasni. Ist immer zu spät. Ist immer zu spät. Oder kommt immer zu spät. Kommt ni pünktlich. Umoran sam. Ich bin müde. Kada ćemo da kažemo smo mnogo umorni, onda smo iscrpljeni. Ich bin erschöpft. Ich bin müde, umoran sam, iscrpljen sam. Ich bin erschöpft. Idem da spavam. Ich gehe schlafen. Ich gehe schlafen. Znači, ne kažemo ich gehe zu schlafen. Znači za gehen koristimo infinitiv bez zu. Ich gehe einkaufen, ich gehe spazieren, ich gehe schlafen. To nije tačno. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist falsch. To je pogrešno. Das ist nicht richtig. Das ist falsch. On je oženjen. Ist verheiratet. Verheiratet. Ist verheiratet. A kako bismo rekli, on se oženio. Hat geheiratet. Znači, u tom smislu bi koristili ovaj heiraten. Glagol heiraten i prošlo vreme geheiratet. Hat geheiratet. A pridev je verheiratet. To je oženjen. Verheiratet. Oblačim se. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich an. Suprotno, skidam se. Ich ziehe mich aus. Anziehen, obući se, ausziehen, skinuti. To je tačno. Das ist richtig. Das ist richtig. Gde si bio? Znači, za glagol sein, takođe u prošlosti, češće koristimo preterit. War, ich war, du warst, der war, wo warst du, gde si bio, wo warst du, ili perfekat, wo bist du gewesen. Wo warst du, preterit, wo bist du gewesen, perfekt. Znači, u perfektu glagol sein ima pomoćni glagol sein. A particip 2 je gewesen. Da li voliš da čitaš? Lies du gerne. Lies du gerne ili magst du lesen. Da li rado čitaš? Lies du gerne. Da li voliš da čitaš? Magst du lesen. Magst du lesen. Kako on izgleda? Wie sieht aus? Aussehen, izgledati. Wie sieht aus? I tako od toga imamo pridev gut aussehen. Gut aussehen, kao handsome, kao zgodan, zgodna, lepa. Gut aussehen, gut aussehender Mensch oder gut aussehende Frau. Nezaposlen sam. Ich habe keine Arbeit. Ich bin arbeitslos. Ich bin arbeitslos.
Ovo je dosadno. Das ist langweilig. Das ist langweilig. Ili možemo reći meni je dosadno. Ich langweile mich. Dosađujem se. Ich langweile. Ich langweile mich. Dosađujem se. Das ist langweilig. To je dosadno. Samo jednom se živi. Koristimo subjekat man. Ovo se živi, se jede, se pije, se spava. Znači, kod nas tu se podrazumeva neki subjekat, u stvari nema ga. A u nemačkom subjekat mora da bude rečenici, pa u tim slučajima subjekat man. Znači, ovde se parkira, man kann hier parken. Ovde se živi, man lebt hier. Samo jednom se živi, man lebt nur einmal. Stvar je ozbiljna. Die Sache ist ernst. Die Sache ist ernst. Ozbiljno. Da li ste prehlađeni? Sind Sie erkältet? Sind Sie erkältet? Ova vežba je teška. Diese Übung ist schwer. Diese Übung ist schwer. Uzmi šta hoćeš. Nimm was du willst. Nimm was du willst. Znači, odnijemen, uzeti, ovo je imperativ. Nim, uzmi. Nim vas du willst. Zamisli to. Stell es dir vor. Sich etwas vorstellen, nešto zamisliti. Stell vor, zamisli, ili stell es dir vor, zamisli to. Ne mogu to da zamislim. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Izgledaš bledo. Du siehst blass aus. Du siehst blass aus. Znači aussehen, izgledati. Blass, bledo. Du siehst blass aus. Ich habe kein, das Glück. Ich habe kein Glück. Ich habe kein Glück. Čekam te. Ich warte auf dich. Ich warte auf. Iza glavola warten, uvek predlog auf. Ich warte auf dich. Imam jednu molbu. Ich habe eine Bitte. Ich habe eine Bitte. Čekaću do petka. Ich warte bis Freitag. Čekam do petka. Ich warte bis Freitag. Ili buduće vreme. Ich werde bis Freitag warte. Dobio sam otkaz. U ovom slučaju koristimo pasiv glagola feuern, dati nekome otkaz. Ich wurde gefeuert. Znači, ich wurde gefeuert, bio sam otpušten. Ich wurde gefeuert. Dao sam otkaz, ja. Ich habe gekündigt. Ich habe gekündigt. Kündigen. Boli me noga. Mein Bein tut weh.
Mein Bein tut weh. A bole me noge? Tun weh, množina. Meine Beine tun weh. Mein Bein tut weh. Ne boj se. Hab keine Angst. Imaj, sorry, nemoj imati strah. Znači, hab je imaj imperativ od haben, ali keine nemoj imati angst, strah. On potpisuje ugovor. Unterschreibt den Vertrag. Unterschreibt den Vertrag. Danas je vetrovito. Es ist heute windig. Es ist heute windig. Mi živimo na selu. Wir wohnen auf dem Land. Ili u jednom selu, in einem Dorf. Wir wohnen auf dem Land. Wir wohnen in einem Dorf. Verujem ti. Ich glaube dir. Ich glaube dir. Šta ti treba? Was brauchst du? Was brauchst du? Sećam se njega. Ich erinnere mich an ihn. Erinnern an, setiti se nečega. Ich erinnere mich an ihn. Samo trenutak. Nur einen Moment. Da li dolazi još neko? Kommt noch jemand? S vremena na vrijeme. Ab und zu. Opasno je. Es ist gefährlich. Idi pravo. Geh geradeaus. Molim vas, uđite. Kommen Sie herein, bitte. Boli me glava. Ich hab Kopfschmerzen. Boli u glavi. Ich hab Kopfschmerzen. Aba, ne bojim se. Ich habe keine Angst. Ok, to je to. Ako vam se dopalo, naravno pritisnite like i subscribe. Hvala vam što gledate moje videe i vidimo se u nekom od narednih. Auf Wiedersehen, tschüss!